Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist eine neue Ausgabe von Scheiß doch die Wand an. Ich habe hier einen Haufen Dung und den bringe ich jetzt langsam zurück in mein Camp, denn wie ihr ja wisst, in der letzten Ausgabe habe ich meinen Rucksack wiedergefunden. In diesem Rucksack waren die ganzen Sachen, die ich beim ersten Mal verloren hatte. Wisst ihr noch, bin ja gestorben irgendwo da hinten. Und dann habe ich mir die ganzen Sachen neu gecraftet. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Ich hätte nur zurückgehen müssen. Nackig wie ich war zu dem Camp. Und dort, also da wo ich gestorben bin. Und dort hätte ich dann meine Sachen wiedergefunden. Jetzt habe ich alle Sachen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich bin total überladen. Und das geht mir so sehr auf den Sack, dass ich gerne mein Gewicht hier erhöhen möchte. Und dafür verwende ich jetzt auch diesen Punkt. So, und jetzt kann ich dann noch ein paar weitere Sachen... Oh, ich kann wieder springen. Sensationell. Und jetzt kann ich natürlich noch ein paar weitere Sachen craften in Zukunft. Aber ich will erstmal ganz kurz zurück zu meinem Camp. Und dort dann erstmal alles ablegen, was ich... dort so hatte oder wieder gefunden habe. Und ihr seht auch, meine Axt ist defekt. Da muss ich noch mal ran. Das ist nämlich ein bisschen... das erzähle ich euch gleich, was da passiert ist. Aber ich habe ein bisschen was gelernt. So, erstmal hier Licht aus. So, und jetzt muss ich, glaube ich, einmal ganz kurz aktiv werden. Ich habe hier ja noch eine Box. Und in der Box ist noch eine Box. So, diese Box möchte ich jetzt gerne platzieren. Kann ich mich noch bewegen? Ja, geht noch. Gerade noch so. Und diese Box platziere ich hier außen. Inventory. Box. Place. Zack. So, jetzt habe ich wieder eine Box. Und jetzt mache ich Folgendes. Muss ein bisschen überlegen, wie ich das jetzt hier so aufbaue. Hier innen drin könnte ich ja jetzt so ein bisschen die Sachen machen, mit denen man irgendwas craften kann. Und hier außen mache ich auf jeden Fall die Box, mit der ich ein neues Lager aufbauen kann. Das heißt, die Kohle nehme ich raus, die Berries auch. Ähm, 15 Sachen passen da rein, glaube ich, ne? Genau, 15 Dinge. Dann könnte ich ja hier auch meine Klamotten reintun. Sprich, das sind alles die Dinge, die ich brauche, falls ich drauf gehe. Jetzt kann ich nur eine einzige Sache da reinpacken. Eine Axt. Dieses Schild, das lasse ich mal weg. Stattdessen mache ich das da oben rein. Und alles andere ist eigentlich ganz cool so. Das lasse ich so. So wie es ist. Genau. So. Und hier jetzt wiederum packe ich vielleicht alles andere rein, wo ich jetzt doppelt habe. Also. Das da und das. Den nehme ich mit. Das weiß ich noch nicht so genau, was ich damit machen soll. Das habe ich doppelt. Das Schild brauche ich gerade nicht. Dung, Fleisch, Kohle. Kohle, machen wir mal dahin. Und diese Berries auch. Kann man das eigentlich auch erweitern irgendwann mal? Vielleicht gibt es auch größere Boxen, ganz bestimmt sogar. Okay, die Flasche brauche ich nicht. Die Pfeile sind cool, die behalte ich. Hat mir zwar irgendwie nichts gebracht, aber egal. So. Jetzt schaue ich mal. Ah, das ist not fertilized. Also packen wir mal ein bisschen was rein. Das ist auch not fertilized. Und jetzt habe ich nichts mehr zum Fertilizen. So. Okay, das ist schon mal ganz cool. Ich würde dann vorschlagen. Schau mal hier einmal kurz rein ins Inventory. Da ist gerade nichts drin, also packe ich das Fleisch da rein und mache das Feuer an. Kann ich das auch? Ne, das kann ich nicht transferieren. Und jetzt so langsam reicht es mir auch mit diesem verdorbenen Fleisch. Das droppe ich jetzt einfach. Soweit,
so gut. Ja, um das noch kurz zu erzählen, auf dem Weg zurück traf ich ja diese kleinen Dinosaurier-Baby, sag ich jetzt mal. Das habt ihr ja auch noch gesehen in der Ausgabe. Aber letzten Endes war es dann so, ich konnte da nicht so viel damit anfangen. Die standen erstmal nur um mich rum und haben mich erstmal nur angeguckt und dann ganz plötzlich haben sie mich angegriffen. Und dann dachte ich mir halt, okay, fuck off, darauf habe ich keinen Bock. Und bin dann dazu übergegangen, die einfach abzuschlachten. Und deswegen hatte ich noch so ein bisschen Haut jetzt noch mit am Start. So, jetzt kann ich erstmal das hier reparieren. Das wäre übrigens auch gut, wenn ich es reparieren würde. Der Rest ist cool. Hier brauche ich noch ein bisschen Stein, ne? Einen Stein brauche ich. Okay. Cool. Ein Stein. Sollte ja eigentlich machbar sein. Ah, Moment. Zack. So, und jetzt einmal hier rein, einmal da runter, einmal Repair und damit ist die Sache wieder gefixt. Gut, jetzt erstmal kurz die Fackel weg, die Tinto Berries wieder ganz hinten rein. Ich will nochmal zu... Moment, hier liegt ein bisschen Scheiße, das nehme ich mit. Und hier, ich würde gerne nochmal zu ihm. Ist er nicht der, den ich da schon gefüttert habe? Was? Nee, put rare flower in the last item to feed. Scheinbar nicht. So, wir gucken einmal kurz hier rein. Das Campfire. Das Inventory. Hier haben wir nämlich ein bisschen Fleisch. Da können wir eigentlich ein Stückchen von essen. Und den Rest lasse ich erstmal brutzeln. Genau. Warum nicht? So. Wo ist denn jetzt der... Das ist ein Dodo. Ich hatte doch hier irgendwo einen... Den habe ich schon gefüttert. Da. Ist es nicht der da? Nee, der ist es nicht. Was ist jetzt los? Ah, dehydrated. Ich muss was trinken, Leute. So. Welcher war's? War's er hier? Nee. Feed Tintoberry to tame. Ah, doch. 7,7. Mhm. Na, irgendwo wird der andere auch sein. Den habe ich jetzt bloß nicht mehr gefunden. Und er hier will was? Ich habe es vergessen. Rare Flower? Put Rare Flower. Eine seltene Blume. Na, auf jeden Fall entwickelt es sich so langsam mit dem Zähmen der Tiere, aber wirklich nur ganz langsam. Da haben wir nochmal so einen kleinen. Ich nehme mal ein paar Steine. Ich würde gerne mal versuchen, mit dieser Steinschleuder was zu erreichen. Eigentlich müsste das ja schon... Ach nee, das ist falsch. 5 hier. Wieder ein paar Steine. Ist auch blöd, ne? Dass man jetzt hier zum Beispiel, um einen Stein aufzunehmen, muss man die Schleuder aus der Hand legen. Völlig unrealistisch. Jetzt ist er natürlich weg.
ist ja klar. Mit dem Knüppel eigentlich so Tiere vielleicht so ein bisschen bewusstlos schlagen oder so? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das dem Zähmenprozess jetzt unbedingt hilft, aber probieren wir mal. Vom bewusstlos schlagen ist da jetzt noch nicht viel zu spüren. Also ich habe den Dreh noch nicht so ganz raus, muss ich zugeben. Ich probiere es jetzt mal nochmal mit dem Kleinen hier. Jetzt gibt es hier eine Jagd. Aber er ist schnell. Und ich bin's nicht. Komm her, du! Okay, das wird so nichts. Das habe ich schon gesehen. Hatte ich nicht? Ich hatte doch... Moment mal. Moment. Moment. Ich hatte doch... Ich hatte das doch gecraftet oder zumindest mal das Crafting-Rezept geholt für dieses Narkotikum. Wo ist denn das? Habe ich das nicht gemacht? Hier, das habe ich doch sogar gemacht. Can be crafted, add mortar and pestle. Ach so, das muss ich dort machen quasi. Und was brauche ich dazu? Narcoberry? Ah, und spoiled meat. Ach, dafür ist es da. Ah, okay, jetzt pass mal auf. Jetzt probieren wir das mal. Wollen wir doch mal sehen, ob ich da nicht irgendwie die Tiere betäuben kann. So, ich jump erstmal zurück. Dann trinke ich noch einen Schluck. Jetzt mittlerweile ganz schön viele von diesen Dodos. Was aber für mich erstmal vollkommen okay ist. So, und jetzt passt mal auf. Narcoberries. Habe ich denn überhaupt noch welche? Oder ich habe alle wegschmeißen müssen, ne? Okay, aber ist grundsätzlich kein Problem. Erstmal hier ein bisschen Fertilizer rein. 119, 1019, 6000. Alles klar. So, damit haben wir das gemacht. Okay. Dann geht's hier rein. Hier raus. Einmal kurz das Fleisch. Und das da transferieren. Feuer ausmachen. Dann geht's weiter. Jetzt bräuchte ich natürlich wieder neue Narcoberries. Sonst geht es nicht. Also sammeln wir erstmal ein bisschen was ein, was hier halt so rumfährt. Tintoberry, Stimberry, Majorberry. Azul, Narco. Narco, Narco. Schon mal nicht schlecht. Azul, Tinto, Fiber. Ja? Fiber, Fiber, Fiber. Jede Menge Fiber. Hier. Stim. Mhm. Narcoberry, eine. Okay. Nochmal zwei. Bisschen Fiber. Also Fiber habe ich jetzt relativ viel dann eingesammelt, wenn das hier, wenn dieses kleine Experiment hier zu Ende geht. Das geht nicht. Tamaberry. Was haben wir hier noch? Tintoberry. Narcoberry.
Ja. Läuft, würde ich mal sagen. Okay. Und mit dieser Ausbeute gehe ich jetzt wieder zurück. Und dann wollen wir doch mal sehen, wie das funktioniert. Einmal kurz ins Wasser. Flasche aufgefüllt. Und dann zurück zum Camp. Hier rein. Und jetzt Mortar and Pestle. Access Inventory. Wie war das jetzt? Fleisch und Narcoberry. Das da, schwarz. Und. Wie stelle ich das jetzt her? Grind resources into new items. Can be crafted, add more. Right click for more options. Craft one. Drop, transfer. Wie funktioniert das? War es nicht so? Moment mal. Hier. Narcotic. Can be crafted at. Can only be crafted at Mortar and Pestle. Okay, und da bin ich ja jetzt im Prinzip gerade, ne? Grind resources into new. Mortar and Pestle. Das ist, ich bin doch richtig hier. Mortar and Pestle, ja. Und wenn ich jetzt da drauf gehe und sage Access Inventory, muss ich das irgendwie wieder. Nehme ich das mal raus und das auch. Aber irgendwie can be crafted, ja, aber. Ja, es ist Flint. Irgendwie ist es noch nicht drin. Also dieses Rezept. Muss ich das erst hier irgendwie. Aber das habe ich doch eigentlich. Ich check's nicht. Brauche ich da etwas Neues dazu? Ein neues Mortar? Grind resources into new substances. Okay, und jetzt bin ich hier und jetzt ist mir Drugs. Ah, verstehe. Ah, oh, aha. Moment, hier, Narcoberries. Das kann ich machen. Jetzt brauche ich noch mehr vergammeltes Fleisch. Kann ich da auch mehr machen? Habe ich nicht hier noch vergammeltes Fleisch? Haha. Access Inventory. Drop Transfer. Ah, ich muss erstmal darüber tun. Und dann muss ich hier reingehen. Craft All. Cool. Das ist nicht schlecht. Das ist gut zu wissen. Jetzt nur die Frage. Klar, jetzt weiß ich nicht so richtig, was ich damit machen soll. Aber erstmal hole ich es mir in mein Inventar. Und jetzt frage ich mich halt, kann ich jetzt damit Right-click for increases your health but puts you to sleep. Kann ich irgendwie mit diesem Narkotik Flare Gun. Ich frage mich, ob man irgendwie die Pfeile nicht irgendwie so.
Das ist doch nicht für mich gemacht, dieses Narkotikum. Das muss man doch irgendwie. Also würde ich jetzt meinen, dass man das irgendwie verbinden kann mit dem Pfeil. Warum habe ich jetzt eigentlich keine Pfeile mehr? Crafting. Pfeil. Craft one. Mann! Ich würde so gerne diese so vergiftete Pfeile herstellen oder so. Das würde doch bestimmt irgendwie funktionieren. Consume. Increases your health, but puts you to sleep. Schwierig. Na gut, auf jeden Fall, so scheint mir, damit komme ich nicht weiter. Carb, Carb, da gibt es irgendeinen Sattel. Equip a Carbonemy to ride. Carbonemy. Oh, da brauche ich dann irgendwie Cementing Paste, seht ihr das? Fiber. Height 170, leckt mich am Arsch. Wooden Wall. Stimulant. Keeps you awake. Mhm. Wooden Ceiling. Soll ich mal anfangen, hier so mich mit den Wänden zu beschäftigen? Ist vielleicht gar nicht mal so. Wooden Cage, a portable cage in prison victims. Was ist das da? Wooden Pillar. Wooden Stairs. Dafür brauche ich aber Wooden Ceiling. Wooden Ladder. A wooden ladder used to climb up or down tall structures. War Drums. Cementing Paste. Ah, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Chitin, Keratin. Mhm. Wie viel habe ich jetzt noch? 7? Sehe ich das richtig? Naja, da kann ich den Sattel aber nicht mehr bauen. Was wäre denn noch sinnvoll? Was sollte ich denn noch tun? Ich mache eine Wand. Zack. So, damit habe ich alle meine Punkte aufgebraucht. Bin jetzt aber nur ein Stück weit schlauer, weil mir nicht ganz klar ist, wie ich das mache hier mit dem vergifteten Pfeilen. Drop, Consume, ja klar. Aber irgendwie miteinander verbinden kann ich die Sachen scheinbar nicht. Ich kann zwar Pfeile craften, das schon. Aber sonst geht da nicht viel. Also gut, was ich jetzt mache ist folgendes. Ich schleppe das nicht mit mir rum. Hier ist mein Access Inventory. Schmeiß das Fleisch darüber. Das Narkotikum bleibt auch da. Das bleibt auch hier. Die Steine sowieso. Und der Stein auch. So. Das ist schon mal nichts schlecht. Und jetzt mache ich folgendes. Hier drüben lagere ich noch diese Sachen. Wie sieht es aus mit Essen? Ja, da bräuchte ich langsam wieder was. Also essen wir ein bisschen was. Und das transferieren wir auch. So, jetzt sind wir wieder so halbwegs im Rennen. Also zumindest ready, um mal wieder eine kleine Expedition zu wagen. Sollen wir es mal versuchen? Wollen wir mal ein bisschen die Frage, wohin wir gehen, ne? Bin auch schon wieder so komisch voll beladen. Das finde ich auch schon wieder ganz strange. Ich habe hier. Wait, 73,1. Ja, okay, dieser Sattel hier, der ist natürlich schon heftig. Ich trage den die ganze Zeit mit mir rum.
25, 20, ja. Mhm. 2,2. 10. Auch dieser Schlafsack ist natürlich auch was. Aber gut, jetzt gehen wir mal ein bisschen und schauen uns mal um, ob wir nicht irgendwo was finden, wo wir hingehen könnten. Um mal wieder so ein bisschen Equipment zu looten. Schauen wir mal, den Kleinen hier, können wir den vielleicht nochmal irgendwie überzeugen? Hier? Feed, ah, es geht. Wait until it's hungry again. Aber nur 7,7%. Also so richtig gezähmt habe ich den noch nicht. Rare Flower, okay. Ich schau mal, ob ich unter diese Konstruktion hier komme. Ich will einfach mal sehen, ob es da auch irgendwas zu looten gibt. Ich befürchte halt nur, es ist schon relativ spät, es wird auch schon so leicht diesig. Dürfte ziemlich interessant werden, da noch nach Hause zu kommen. Und ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt so eine gute Idee ist. Weil es könnte ja durchaus sein, dass Rot nicht die Farbe ist. Eieiei, da drüben turnt auch schon wieder eins, zwei sogar von diesen größeren Biestern rum. Vielleicht ist das keine so gute Idee, was ich gerade machen will. Zumal es jetzt echt dunkel wird. Das ist ein Stück weit ein Problem. Probieren wir es doch mal in der anderen Richtung. Da gab es ja auch diverse Lichter. Ich probiere mal da so ein bisschen lang zu laufen. Ich würde ja echt gern eins von diesen Tieren da bändigen. Das wäre, glaube ich, schon gut. Oh, Scheiße, was ist jetzt los? Ich habe nicht mal was gemerkt. Okay, ich glaube. Ich glaube, der greift mich an. Das tut er eindeutig. Eindeutig. Ich schlage einfach mal wild um mich. Aha. Jetzt habe ich ihn aber mal erwischt. Vielleicht Pfeil und Bogen. Jetzt wird der Himmel auch so dunkel. Ganz schlecht. Dazu dann noch dieser Riesendinosaurier. Also alles in allem keine optimalen Voraussetzungen gerade, um auf die Jagd zu gehen. Der jagt mich immer noch. Ich ahne aber, dass irgendwo hier mein Camp ist. Brauche aber hauptwahrscheinlich... Oh, der hat mich hier voll beklaut. Aua. Inventar. Null. Ich stand unmittelbar vor dem Camp. So. Hä?
Boah, fuck. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Bastard? Nee, ich will... Oh Mann, jetzt kommt auch noch sowas dazwischen. Wo ist meine Fackel? Ich brauche echt Licht, Leute. Ich brauche Licht. Oh, so in der Dunkelheit ist es mal echt Horror hier. Sechs. Das ist aber jetzt ganz schön schwierig so. Ich habe nur noch einen Pfeil. Hab mir auch noch in die Hosen geschissen. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Ah, mein Feuer ist aus. Fuck off. Ich bin sowas von am Arsch, Leute. Meine Hütte ist irgendwie kaputt. Ja, da kann ich ja nur hoffen, dass ich diese Nacht hier irgendwie überstehe, weil jetzt gerade ist es schon ein bisschen anstrengend. Immerhin konnte ich ihm jetzt wieder mal eine mitgeben, der Sau. Aber mir scheint, so kriege ich den auch nicht klein. Was? Recently damaged. Repairable in 1.15. Ich weiß gar nicht, ich war eigentlich relativ kurz weg, aber scheinbar hat mein Camp Schaden genommen. So, jetzt hat der Regen schon mal aufgehört. Und dieses Vogelding ist irgendwie weg. Dachte ich. Ist jetzt aber wieder da. Da. Erschrocken. Kann ich denn das Ding irgendwie reparieren hier? Thatch Fiber. Jetzt ist auch noch meine Fackel kaputt. Ich werd bekloppt.
Flint und Stone. Oh, scheiße. Leute, schaut euch das an. Es ist Nacht. Ich sehe nichts mehr. Storage Box? Da muss doch hier irgendwo nochmal eine Fackel sein. Standing Torch. Ah. Ah, ein bisschen Licht hier. In der Hoffnung, dass ich dann hier zumindest mal irgendwas sehe. Verdammte Scheiße. Also gut, meine Leute, ich mache hier mal einen Cut. Und muss dann mal schauen, wie ich mich gegen dieses Tier dazu wehrsetze. Und ich hoffe, es wird auch bald wieder Tag. Da habe ich eine bessere Chance. Aber trotzdem, ich mache jetzt einen Cut und in der nächsten Ausgabe kümmern wir uns um diese Bestie. Also, meine Lieben, mein Name ist Captain Bam, ihr seid die Besten. Bis morgen. Tschüss. Ich hab heute schon Trillionen Cops besiegt. Mein Livestream ist bei Millionen belegt. Hab heute schon 100.000 Autos geknackt. GTA macht's möglich, ich wurde noch einmal verknackt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Sohn in Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regiert diesen Tausch. Ich bau alles schön auf und mach's im Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh...